Donder. Ich bin zu AC/DC gekommen mit der Scheibe Dirty Deeds und haben mir dann die High Voltage nachgeholt. Und Problem Child, das konnte ich aus dem FF, das war genau meine Hausnummer irgendwie. Und seit diesen Tagen eigentlich war AC/DC die einzige Band, die ich außerhalb des Punkrock-Genres gehört habe, für lange, lange Jahre. Und habe mir jede Scheibe geholt, habe die immer wieder über die Jahre gesehen. Und für mich eine der besten Bands, wenn man traditionellen Rock'n'Roll laut hören will, so wie er sein soll. Während sich die Punkbewegung in den 70er Jahren bewusst von Hard- und Bombast-Rockbands abgrenzte, genossen AC/DC als Drei-Akkorde-Rock'n'Roll-Band dort immer einen Sonderstatus. In places like the first time we were ever played outside of Australia. Als wir das erste Mal außerhalb von Australien waren, spielten wir in England fürs Radio und obwohl es Punk als solches noch gar nicht gab, sagten die Leute, oh, das hört sich verdammt nach Punkrock an. Die AC/DC-Platten gab es am Anfang, waren genauso im Punkrock-Regal. Also letztendlich ist es sowieso nur ein Label und scheißegal, aber die waren sehr verwandt. AC/DC stand sehr nah von den Texten, von den Inhalten. Es war kein Problem für einen Punk, sich das anzuhören. Rock'n'Roll, wie er sein soll, gibt es von den Veteranen noch bis zum 8. Juli in Deutschland zu hören. Auch Angus Young verbindet mit Deutschland große Musiktraditionen. Deutschland war schon immer ein großes Rock'n'Roll-Land. Eine der ersten Sachen, die mich interessierte, war damals die Nina Hagen-Band in ihrer Originalbesetzung. Was man auch immer wieder vergisst, ist, dass die Beatles in Deutschland ihre ersten Erfolge hatten. Die Deutschen haben als erstes ihr Talent erkannt. Got their break in Germany. I mean, it was the German people that saw in the Beatles the talent first.